damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen Let's Play-Projekt, und zwar Command & Conquer Alarmstufe Rot 1, die Remastered Edition. Jawohl, Leute, es ist soweit, es ist der 6. Juni, es ist gestern am 5. Juni rausgekommen, und hier ist es nun, Leute. Ach, was freue ich mich auf diesen geilen Klassiker jetzt mit einer überarbeiteten Grafik zu spielen. Oh mein Gott, das wird so geil, Leute. Ja, ich sage es euch schon mal voraus. Ich fange mit Alarmstufe Rot 1 an, weil ich habe schon ein paar YouTuber gesehen, die fangen mit dem Tiberium-Konflikt an, aber da möchte ich mich ein bisschen, ja, von abtrennen. Daher jetzt hier Alarmstufe Rot 1, und ich muss mal gerade mal ganz kurz gucken, ob das auch so läuft. Eine Sekunde. Ja, die Aufnahme läuft, das ist sehr gut. Ja, hier ist noch ein Origin-Ding. Alles klar, Leute, würde ich mal sagen. Jo. Neues Spiel starten, ne? Ich würde mal sagen, boah, genau, wir können ja noch erstmal nochmal hier das Hauptmenü mal ein bisschen angucken. Bonusgalerie, was haben wir denn hier? Oh, schaut mal, wir haben hier so ein cooles Video. Ich würde mal sagen, also das alte Command & Conquer kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich würde jetzt mal sagen, ich splatter mal einfach so ein bisschen hier, siehst du mal, das Hauptmenü durch, und ja, würde ich mal sagen, spielen wir mal das Video ab. Ach, wie cool. So ein Installator hier. Wie geil. Gefechtskopf wird abgelehnt. Fehlfunktion entdeckt. Okay. Lustig. Optische Auflösung wird aufgewertet. Aha. Okay. Oh yeah, Full HD, Leute. Sogar auf 4K. Krass. Ja gut, aber ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt 4K. Ich glaube, eine HD-Auflösung reicht trotzdem. Cool. Leute. Das ist ja richtig geil. Okay. High Definition Audio. Okay. Das ist so cool. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt, aber okay. Testing Soundkarte, okay. Okay, der checkt also meine Hardware, alles klar. Ich verstehe schon. Ja. Has been selected, okay. Realtek High Definition. Mhm. Upgrade in progress. Please stand by. Oh, wie krass, Leute. Das erinnert mich ein bisschen an den Installer vom ersten Teil. Tiberium-Konflikt. So cool. For last minute changes and notes, please view the README file. Ja. Es gibt eine README-File zu dem Spiel. Mhm. Okay. He who controls the past commands the future. Ja. Der gute alte Kane. Geil, geil. Oh, was freue ich mich. Upgrade complete. Okay. Please stand by. Oh, war das cool, Leute. Das war so cool. Cool. Und was haben wir hier noch? Also wir haben jetzt quasi das Upgrade von dem alten Spiel gesehen. Option. Ich glaube, da passt das soweit. Mauszeiger vergrößern. Nee, danke. Audio. Passt erstmal so. Tastenzuweisung. Ja, ich glaube, da kriege ich schon den Mods. Oh, krass, Leute. Cool. Nö, ich glaube dann... Missionsauswahl. Ah, weil ich das schon mal angefangen hatte. Okay, okay, okay. Nö, Leute, da würde ich sagen, hier sage ich mal, neues Spiel starten. Ich würde sagen, zwanglos normal schwierig. Ich würde sagen, ich spiele es auf normal. Gut, die Cutscene, Leute. Stop.
Oh, einen Moment, das ist irgendwie auf Englisch gerade. Nee, das ist ein bisschen doof. Verstärkungen sind eingetroffen. Allerdings ist das Spiel auf Deutsch. Moment, da muss ich noch mal ganz kurz gucken. Wir sehen uns gleich wieder mit der deutschen Cutscene. So Leute, ja, da bin ich wieder und ja, probieren wir das einfach nochmal. Also ich hatte ja eben die englische Cutscene und ich würde mal sagen, wir spielen die Alliierten auf normal und hoffentlich jetzt mit deutscher Cutscene, Leute. Hören Sie auf, Ja. damit rumzuspielen. Alles klar. Ich muss Sie nur noch richtig scharf stellen. Geben Sie mir endlich die Berechnungen für die Sequenzwandler. Sofort! Hier, die sind schon überprüft. Ob es da wohl regnet? Achtung, bereithalten. Szene ist drin, Leute, wie geil. Cool. Herr Hitler? Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Und? Haben Sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere, Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen. Oh yeah, cool. Oh, das geile Intro. Jawohl, Leute. Genießt es. Richtig cool. Leute, alles ein bisschen hochauflösender. Oh, nächste Cutscene. Oh mein Gott. Ah ja, stimmt, die erste Alliierten-Cutscene. Ah ja, schaut mal. Commander, the last transmission? Hä? 900 hours. Since then, nothing. Warum ist das jetzt auf Englisch? Keine Ahnung. This is classified. I know. I sent for her, General von Essling. She is a civilian. That's why I don't get killed. Commander, this is Tanya Adams, professional volunteer. She will work with you on this mission. Somewhere inside this research center, the Soviets hold Albert Einstein. We need him back immediately. Get Tanya inside so she can get Einstein out. Once you have located him, bring him back to your drop-off point for immediate evacuation. Be careful. The base is heavily fortified, but not invincible. Their weakness is power. Black out the base and nothing will stop you. Good luck.
Hey, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Leute. Also, als ich das eben noch mal getestet habe, war die Cutscene auf Deutsch. Und jetzt ist es auf Englisch, komischerweise. Keine Ahnung. Und hier sind auch irgendwie keine Sounds. Ne? Verstärkungen sind eingebaut. Egal, Leute. Auf jeden Fall. Ja, wie wir eben schon gesehen haben, alles ein bisschen hochauflösender. Und ja, wie wir hören, neue Musik und alles. Sehr, sehr cool. Allerdings, bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich leider Gottes nochmal einen kleinen Aufnahmecheck machen. Es tut mir leid, aber jo, ich sag mal bis gleich, Leute, ja. So, Leute, ja, da bin ich wieder. Und ja, keine Ahnung, also es war ein bisschen komisch. Gerade eben, als ich gestartet habe, war die Cutscene auf Deutsch. Das ist alles ein bisschen komisch. Auf jeden Fall. Leute, ja, ich guck mal gerade, jetzt geht das nämlich. Also, als ich gerade nochmal gestartet habe, konnte ich nicht scrollen. Jetzt kann ich scrollen und wir sehen, ja, das Menü völlig neu überarbeitet, finde ich super. Und ihr hört mal die Musik, ne? Schöne, geile, überarbeitete Version, Leute, von den alten Soundtracks. Auf jeden Fall, ich guck mir erstmal das Menü an. Wir haben hier zwei Steuerungsoptionen, klassisch und modern. Man kann beschädigte Gebäude anzeigen lassen, würde ich sagen. Das mache ich mal. Und scrollen per Rechtsklick. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten jetzt hier. Einheitenwarteschlange, die mache ich definitiv mal an. Eine Einheitenschlange ist immer gut. Ressourcenkapazität auch bitte anzeigen. Oh, ist das cool, Leute. Das ist so cool. Größere Mauszeiger? Nee, danke. Und ja. Wie gesagt, also Command & Conquer, neue Version, richtig geil, Leute. Ich freue mich so drauf. Ich habe mir die Origin-Version hiervon gekauft, also für 20 Euro. Und eine geile Besonderheit an diesem Mod ist, guck mal hier, man kann die Grafik umstellen. Das hier ist die gute alte klassische Grafik. Und mit Enter-Taste kann man hier die Unterschiede mal erkennen, wie es aussieht mit alter und neuer Grafik. Schaut euch das mal an, es sieht doch um Welten besser aus, muss ich ganz ehrlich mal so sagen, Leute. Und was neu an der Grafik ist, wir können reinzoomen, Leute. Schaut euch das an, wir können hier reinzoomen. Das ist richtig geil, Leute. Schaut mal. Richtig cool. Und ja, genau, Leute. Die beschädigten Einheiten werden angezeigt. Finde ich ganz geil eigentlich. Und dann würde ich mal sagen, jo, Leute, wir haben hier unsere erste Mission. Wir haben nach wie vor die gleiche gleiche Kontrolle. Aber was mir aufgefallen ist, bei der Remastered-Edition sind alle 5 Sekunden hier so kleine Bugs drin. Da weiß ich nicht, wie man das aufheben kann. Ich glaube, das ist hier in der neuen Version so gewollt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich gerade mal ein bisschen die Musik leiser. So, damit ich nicht mehr so schreien muss. Und ja, genau. Also ich finde es eine geile Überarbeitung, weil, wie ihr seht, das sieht schon besser aus. Man sieht hier sogar die Russenflagge auf der... Was ist denn jetzt los? Naja, egal. Bisschen verbuggt ist es schon noch, aber ist okay, Leute. Man sieht hier sogar die Russenflagge auf der Kaserne. Das finde ich doch mal ganz geil. So, aber dieser Bug, das mache ich mal kurz mal weg. Nee. Gut, dann machen wir den Bug halt mal weg. Dann lasse ich es halt mit der Einheitengesundheit. Das führt, glaube ich, zu mehr Bugs. Auf jeden Fall, ja, Command & Conquer. Richtig geiles Spiel. Und ja, erste Mission, klar. Einstein hier rausholen. So, Leute. Ja, hier oben die Missionsziele immer angezeigt. Finde ich super. Und schaut mal hier. Oh, die sehen so geil aus, die Schlachtkreuzer. Schaut euch die an, Leute. Oh, richtig gut, ey, richtig gut. Und, ja, wie gesagt, also völlig neu hergerichtet. Einheitenkapazität sieht man richtig gut. Gut, ihr lasst den Einstein in Ruhe, ja? Genau, und, ja, das Spiel, das sollte jetzt doch für auf meinem System deutlich besser laufen, außerhalb dieser kleinen Lags, aber ich glaube... die gibt es bei jeder Version. Also ich weiß nicht, ich habe noch keinen gesehen, der keine Lex drin hatte. Also es war irgendwie, es ist komisch, ja. Aber wie gesagt, das ist halt ein Nachteil sozusagen. Aber ich finde, die neuen Sounds und alles, und schaut euch mal an, wie detailliert das ist. Wir sehen wirklich jetzt hier die Kanonen auf dem Jeep. Das ist wirklich mega. Und hier so Reifenspuren, oh mein Gott. Richtig gut, Leute, richtig gut.
Würde ich sagen, mach die mal kaputt. Natürlich. Hier fließt auch Blut, ne, in der deutschen Version. Sofort. Genau, die haben es ein bisschen überarbeitet. Die deutsche Version ist jetzt nämlich auch uncut. Das heißt, wir sehen hier Blut. Wir hören hier nicht die Blechdosen, sondern wir haben hier die normalen Sounds. Ja, jawohl. Dann würde ich mal sagen, bringen wir den Einstein mal hier rein. Boah, die Flamme sieht geil aus, guck mal. Ich find's gut, dass man reinzoomen kann. Och Leute, das ist so genial, wirklich. Der Sammler war noch da. Einsatz erfolgreich. Mission erfolgreich. Und was ist jetzt hier? Oh, ich dachte schon, es wäre abgestürzt. Ey, oh mein Gott. Bonusgalerie freischalten. Ah, okay, Leute, wir haben einen Bonusfilm. Sehr, sehr cool, Leute, sehr, sehr cool. Und wir haben Höchstpunktzahl. Kann ich mir einen Namen eingeben? Na, genau. Boah, die haben wirklich alles überarbeitet, Leute. Das ist so gut. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Boah, richtig geile Karte, Leute. Richtig geile Karte. So, allerdings... Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die zweite Cutscene wieder auf Englisch ist. Wenn ja, dann muss ich da echt nochmal gucken. Aber, ja, erstmal nicht. Ich würde sagen... Boah... Ich bin gerade so geflasht, ne? Das sieht alles viel besser aus, Leute. Und auch die Musik und alles. Och, herrlich. Gut, Leute. Wie ihr merkt, ich schwärme. Gehen wir in die zweite Mission rein. So, bitte auf Deutsch. Mann. Komm schon. Die sowjetischen ja, geht doch. Geht wir doch. Haben einfach nicht genug Truppen, um Stalins Armeen an jeder Front zu bekämpfen. Kleinen Kaffee, Leute. Commander. Das war gute Arbeit, wie Sie Einstein für uns befreit haben. Jetzt zählen wir erneut auf Sie. Die Roten haben einen der Gebirgspässe gesperrt, die wir als Nachschubroute benutzen. Ein Konvoi von der 434. soll da in ein paar Stunden durchkommen. Und die Rohstoffe, die er transportiert, sind in dieser Gefechtszone unersetzlich. Nikos, was haben wir in dieser G-Zone, was wir einsetzen können? Nicht viel. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Sie werden damit auskommen müssen. Ohne das Material können wir bald keine neuen Kampfroboter mehr bauen, also räumen Sie den Pass frei. Los jetzt! Ja, geht doch, Leute, also wirklich. Jetzt sind die Cutscenes auch auf Deutsch. Alles klar, das ist ein bisschen sehr verwirrend, aber... Aber gut, Leute. Zweite Mission, ich glaube, kennt jeder. Oh, schaut mal das neue Menü hier. Das neue Menü, richtig geil. Schaut euch das an, Leute. Das sieht doch mal richtig geil aus, oder? Findet ihr nicht? So, Kraftwerk bitte aufbauen. Raffinerie. Oh, das ist so geil. Cool. Können wir ernsthaft? Nee, geht nicht. Ah, ah, was macht der denn da? Ey, macht den kaputt. Oh, die Sounds, Leute, geil. Oh, guck mal hier, der Reparieren-Button. Cool, richtig alles schön in HD gehalten. Boah, das sieht geil aus. Das sieht so geil aus, Leute. Wirklich, so Raffinerie aufbauen, Leute. Kaserne bauen. Oh, das ist so geil. So eine geile HD-Version. Darauf hat doch jeder gewartet, oder? Oh, was macht der denn da oben? Haben die das geändert? Ich habe das Gefühl, die haben das geändert, die ein bisschen die Einheiten. So, wir können Menschen bauen, Leute. Was geil ist, guck mal hier, man kann Warteschlangen bauen, einsetzen. Richtig cool, Leute. Wir können Warteschlangen einsetzen. Richtig gut. Gut, dann würde ich sagen, bau noch ein paar. Und die Sounds haben sich geändert. Das ist so geil, Leute. Wirklich. Die Männchen, da kommen vollautomatisch da raus. Oh mein Gott. Das ist so geil, Leute. Wirklich. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt die Remastered-Edition habe. Ey, das ist so hammer, wirklich. Ihr seht, es ist alles ein bisschen schicker, alles ein bisschen besser. Auf Voll-HD. Jo, richtig gut. Dann bauen wir noch ein paar Mannequin, Leute. So. Alles klar, dann baue ich noch 33 Mannequin. Geil. Ich habe wirklich hier so ein... So eine Warteschlange, das ist doch mal mega komfortabel, oder, Leute? Müsst ihr doch mal sagen. Gut, können wir ein Radar bauen? Können irgendwie keinen Radar bauen, okay. Oh, wir haben kein Geld mehr, okay. Ja gut, dann
Geldmittel unzureichend. Räumen Sie den Weg frei für den Konvoi, Leute. Dann würde ich sagen... Erwarte Ihre Befehle. Ja, nehme ich mir den Trupp jetzt gleich mal und greife den Gegner mal an. Aber ich warte erstmal noch auf die paar Minigen da. Genau, der kann doch hier unten sammeln. Warum ist der überhaupt hier oben hingegangen? Ey, fahr drauf, komm. Schön platt fahren, jawohl. Ach, was habe ich dann vermisst. So, sehr schön. Oh mein Gott, ey. Remastered Edition. Ja, die Cutscenes. Die Cutscenes, Freunde, waren eben ein bisschen leise. Ich werde versuchen, dass ich die ein bisschen lauter hinkriege. Na, also, ich bearbeite das ja nach und beim Nachbearbeiten, ich glaube, das reicht an Menschen. So, Leute. Team 1. Geldmittel unzureichend. Ja, das ist erstmal egal. Ich nehme jetzt erstmal den Trupp hier mit. Verstärkungen sind eingetroffen. Und dann würde ich mal sagen, jo, gehen wir mal zum Gegner. Da hat der Hunde hier. Ja, Sir. Ich finde die neuen Sounds so geil. So ein Chor, so. Ha. Richtig geil. Oh, Mann, was freue ich mich jetzt. So eine schöne HD-Version von Command & Conquer. Oh mein Gott, das ist so geil. Mach den Hund kaputt. So, mach die alle kaputt. Los. Oh, richtig geil. Hier kann man Panzermenü aufrufen. Superwaffen. Geil, das ist so Hammer. Wirklich. So, dann machen wir mal die Basis hier kaputt. Und zack. Sehr, sehr gut, Leute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den noch kaputt hier. Da kommt der Sammler. Oh mein Gott. Ach, verdammt. So, irgendwo hat er noch was, und zwar hier unten, Leute. Alles klar. Oh, hier oben hat er auch noch was gehabt. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, speichern wir das Ganze mal hier. Oh, schaut mal. Hier kann man sogar Speicherzeitpunkt. Sehr, sehr cool. Da seht ihr, dass ich es am 6.6. aufnehme und um 10 nach 4. Genau, dann würde ich mal sagen, Mission 2, speichert das Ding. Moment, habe ich das jetzt abgespeichert? Speichern. Haben wir, oder? Spiel laden. Ah, jetzt hat er zwei Speicherstände gemacht. Ah, ist egal, Leute, ist egal. Nein, 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 nicht beenden. Ich möchte bitte fortsetzen. Unser Schutzpunkt wird angegriffen. Was soll das denn? Ey, blöd, Mann. Wirklich. Ja, dann kommt man hier raus und macht den kaputt. Das habe ich ja gar nicht mehr erwartet hier. Dass die wirklich hier oben rumkamen. Das war ja... Dann macht den kaputt. So, haben wir sie jetzt oder ist hier noch irgendwas? So geil, Leute. Und auch die Bilder hier, die sehen richtig gut aus, finde ich. Also, wow. HD-Remake, ey. Es ist echt gelungen, muss ich sagen. Ist echt super. Also, ich freue mich wirklich, das jetzt hier mit euch erleben zu dürfen, das HD-Remake. Und, ja, wie gesagt, einzige Sache, die ein bisschen blöd ist, sind diese Lags alle 5 Sekunden. Aber ich glaube, dass... Da kann man ein bisschen nachsehen, weil ich glaube, das ist irgendwie ein genereller Bug. Kann das sein? In Ordnung. Wenn ihr mehr wisst, schreibt mal bitte in die Kommentare. In Ordnung. Frage ist jetzt auch, ne, warum triggert jetzt der Dings nicht, der Konvoi? Normalerweise war das doch so, wenn ich alle Einheiten platt gemacht habe. Achtung, kommt doch der Konvoi, oder? Bestätigt. So, zack. Ach, da ist noch ein Hund. Moment. Das ist noch ein Hund, deswegen. Hier, mach den Hund kaputt. Hallo, Sammler? Dann fahr du mal darauf, los. Irgendwie kann ich den nicht kaputt machen. Warum auch immer. Fahr auf den Hund. Toll. Ich konnte den Hund nicht kaputt machen, aber mit dem Sammler musste ich den überfahren. Sehr lustig, Leute. Auf jeden Fall ist hier jetzt der Konvoi. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Ding nochmal. Wie kann ich den alten Speicherstand jetzt überschreiben? Ich will eigentlich nicht noch einen Speicherstand haben. Aber egal, Leute, Mission 2. So. Okay, dann machen wir einfach ganz viele Speicherstände. Ja, in Ordnung. Die Zeit wird knapp. Ja, ja, ist okay, Leute. In Ordnung. In Ordnung. Und ja, dann haben wir auch schon die erste Folge von meinem neuen Let's Play. Ja, im Kasten und... Habe ich keine Energie? Bitte was? Moment, warum ist das warum ist die Energie gelb? Hat er mir gar nicht Bescheid gesagt, ne? Der Typ hier. Wird repariert. Ja gut, dann bauen wir noch ein Kraftwerk. Wird gebaut.
komisch, ne? Der hat mir gar nicht Bescheid gesagt, dass keine Energie mehr da ist. Okay, Leute, dann geht ihr mal bitte raus da. Und dann beenden wir jetzt mal die zweite Mission. Cool, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir das jetzt im Kasten hier? Hä? Der ist da hinten raus. Hä? Hallo? Okay. Alles klar, Leute. Gut, ja. Cutscene. Oh, schön überarbeitet, ey. Ich freue mich. Ich freue mich so. So, 5 zu 1. Abschließen. Bonusgalerie freischalten. Ja gut, Leute. Ich würde mal sagen, bevor wir hier jetzt bei der nächsten Mission weitermachen, gehe ich mal ins Haupt... Fortschritt der Kampagne gespeichert. Oh, sehr gut. Bevor wir jetzt hier die Folge beenden, gehe ich nochmal kurz ins Hauptmenü rein. Gucken wir nochmal diese Bonusgalerie an. Was haben wir denn hier? Mittendrin. Ach, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist so ein Outtake. Cool, Leute, von der Notzin. Geil. Okay, das ist ja geil. Das ist ja geil, Leute. Das geht allerdings 7 Minuten. Das ist ja geil. Das finde ich ja richtig gut, dass wir da so einen Einblick bekommen. Das ist die legendäre Nord-Cutscene aus dem Tiberium-Konflikt. Das ist ja richtig geil. Ja gut, Leute, aber das geht leider zu lang. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Ja, das ist die erste Cutscene, ne? So, was haben wir hier? Ah, schaut mal hier. Werbefotos mit grünem Hintergrund. Frank Klepacki, der hat die Musik gemacht. Erik Jo, Design und Violet Osaka, Soundeffekte. Oh, geil, Leute. Das ist richtig gut. Gesperrtes Anzeigen. Ah ja, okay. Boah, das ist richtig gut. Hier kriegen wir noch so ein paar Zusatzinfos. Oh mein Gott, das ist so gut. Wirklich. Cool, Leute. Richtig cool. Und wenn wir jetzt, glaube ich, bei der Missionsauswahl hier... 5 zu 1. Hier, Sackgasse. Ah, okay. Also wenn wir jetzt beim nächsten Mal hier weitermachen, können wir jetzt hier die Mission quasi nochmal neu auswählen. Und ja, man kann ja jedes Mal nochmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Aber das lasse ich lieber erstmal. Gut, Leute. Was haben wir denn hier noch? Ist das hier? Oh, krass. Krass, wir haben auch noch hier so Add-ons, ne? Moment, wir haben noch Add-ons hier tatsächlich. Das ist ja geil. Wir haben noch das Retaliation. Sowjetischer Konvoi mit Haupt... Oh, das wird so geil. Das ist so cool, Leute. Wir haben jede Menge Missionen hier, die wir machen können. Also das wird ein langes Projekt, das sage ich euch. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, jo, da wir am Ende der ersten Folge sind, würde ich mal sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ja... Genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, Leute, ne? Tschüss.